Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Dynasty Tactics 2. Ja, im Netz war das Unfassbare passiert. Liu Zhang wurde einfach von Lu Bu vernichtet und naja, die halbe Armee wurde jetzt wahrscheinlich zwangsrekrutiert. Wir sehen hier sehr, sehr viele von Liu Zhangs Leuten, so auch den stärksten Offizier von Liu Zhang, nämlich Zhang Ren, der ja auch für den Tod Pang Tongs verantwortlich war, historisch gesehen. Und ja, das wird sehr viele Showdowns geben. Was ich eben offscreen noch gesehen habe, ist das hier. Yunnan und Yongchang. Da gibt es bestimmt irgendwelche Secrets, werden wir auf jeden Fall erobern. Wie gesagt, ich versuche es so ausführlich zu machen, wie es nur geht. By the way, das habe ich auch gefunden. Wuzhang Plains. Hier ist die Wuzhang-Ebene. Ja, an dieser Stelle möchte ich mal Alexander Sturm grüßen. Das ist ein fleißiger Kommentarschreiber, der hat gementiont, ob ich ja auch die anderen Routen spielen werde. Weil in der Main Story zum Beispiel haben wir immer die historischen Wege genommen. Weil ich einfach die Mentalität habe. Komm, Girl, spielst es halt so, wie man es kennt. Weil voll viele gucken sich das auch an, weil die Dynasty Warriors kennen. Und die wollen dann natürlich das sehen, was in Dynasty Warriors passiert. In einem Strategiespiel. Und die Epiloge drehen sich meistens tatsächlich um die fiktionale Route, beziehungsweise setzen das auch fort. Deswegen kann es für euch ein bisschen verwirrend werden. Und nein, ich werde nicht zweimal die Main Story spielen, weil man zu viel wiederholen müsste und das dann auch zu viel des Guten wäre. Das Let's Play ist schon lang genug. Sehr, sehr lang wird das. Und als Entschuldigung dafür, sag ich mal, spiele ich das halt so ausführlich wie möglich. Sprich, ich werde mich auch um diese schönen Orte hier kümmern. Ne? Das ist mein Kompromiss. Nur, damit ihr Bescheid wisst. Für mich ist es trotzdem 100%, weil ich halt Main Story Epilog in jeder Storyline zeige und es halt super ausführlich spiele. Kann jeder sehen, wie er möchte. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt einige Konflikte haben, jetzt gibt es nur noch Action, kriegen wir heute gar nicht alles in dem Part durch, weil das sind drei Fights an drei Fronten, Leute. Oh nein, oh Gott, das wird so heftig. Ich habe schon ein bisschen Angst. Oder ist die Main Army? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, wer jetzt hier im Kampf verwickelt ist. Wenn es die Main Army ist, dann haben wir sowieso einen Free Win. Na, Liu Bei, Liu Bei? Okay, gewonnen. Da helfen auch die zwei Türmchen nichts. Da haben wir gewonnen. Main Army ist immer am Gewinnen. Problem werden die anderen zwei Armeen. Guard General Wang Lei, Meng Dam, Dong He. Und Horse Commander, ja. Muss man auf jeden Fall keine Angst vor haben, da? Doch, Pinzer 2, ach du Scheiße. Du hast Pinzer 2, okay. Arrow, Shift, Shift. Rockslide 2, ja, ja. Rock and Roll. Nur, Kollege, du hast hier keinen Hügel, keine Steine. Sehr tolle Rockslides auf jeden Fall an der Stelle. Das ist das Problem, ne? Wenn du keinen Hügel, keinen Berg hast, dann funktioniert das halt nicht. Ja, ich denke, Zhuge Liang holt sich den gleich ran. Es war nur der Guard General, aber ja, man gönnt sich ja sonst nichts. Bei denen können wir zum Beispiel nicht ranholen. Soweit kommt Zhuge Liang nicht. Weil da der Wald im Weg ist. Der scheiß Wald. Ja. Machen wir trotzdem so. Ich denke, den Guard General können wir auch schon rausnehmen. Wie sieht es mit Pang Tong aus? Pit? Yes, Sir. Ist zwar auch nur der Horse Commander, aber ja. Wir haben die schon mal in der Vergangenheit unterschätzt. Das war der Part, wo Liu Du komplett am Ausrasten war. Ich glaube, es war sogar der letzte Part. Das ist halt eine neue Aufnahmesession. Ihr seht ja immer an der Outfit. Na, also. Nicht, dass ihr denkt, ich nehme jeden Tag nur ein Video auf und dann ziehe ich tausendmal das gleich an. Nein, ich mache immer richtig lange Sessions. Sonst lohnt sich das ja gar nicht. Stimmt, taunt. Dong He, ich glaube, du wirst bald getauntet. Der kommt nur zwei Felder vor. Boah, du so lahmarschig. Eins. Nee, der ist dann hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay. Da muss Sun Cheng Xiang dann stehen. Ein Feld nach vorne, dann können wir taunten. Kriegen wir hin. Wow, Liu Bei. Er stürmt nach vorne.
Und hier können wir schön mit der Aid agieren. Wunderschön, besser geht's doch gar nicht. Hangtong kommt gleich mit der Pit, ne? Nee, kommt da nicht. Das Ding ist, der ist zu weit entfernt. Oh nein, der ist zu weit entfernt, liebe Freunde. Na gut. Müssen wir damit noch warten, dann können wir jetzt mit Jubiliang eigentlich anfangen. Weil das wird nichts mit der Pit. Verdammt. Das ist schon ein bisschen blöd. Naja. Ist Aid denn wenigstens drin? Yes. Gut. Warum geht Pit 2 denn nicht? Ach, weil das Terrain vorne nicht passt. Naja, ist ja egal. Achso, was hat Guan Yu denn jetzt? Guan Yu sah ich schon hier. Chao Yun. Wo habe ich denn Guan Yu gesehen? Der war hier, ne? Ja. Ich vertausche die Plätze. Haben halt beide ein weißes Pferd. Pierce wegburnen oder All Attack? Stimmt. All Attack ist vielleicht besser. Oder wir machen hier den Ambush 2. Aber wir sind ja im Gras. Ja, wir machen eine Ambush 2. Aber falls es nicht reicht, so wenigstens gestunt. Das klingt nach einem Plan. Gut. Torn klappt auch zu 100%. Komm mal hier, Süßer. Ja, wird einfach ausgelacht. Hat mal wieder jemand einen Witz erzählt. Lach wohl was in Luft. Oh, plus 18, ey. Ist immer so scary. So, Ambush 2. Jetzt bin ich mal gespannt. Nur 82% Chance. Das habe ich voll vergessen. Hab ich jetzt ein bisschen gegambelt. Was ist denn jetzt der Unterschied? Boah, das macht aber voll viel Damage. Wo ist der Unterschied zum normalen Ambush? Ah, ich verstehe jetzt einfach nicht. Manche Zweier, die haben kaum einen Unterschied. Was ich halt mag, ist Mislead 2. Das normale Mislead schickt den Gegner weg, aber Mislead 2 verwirrt den Gegner. Und ich glaube, das hat nicht komplett gereicht, oder? Ne. Macht ja nichts. Macht ja nichts, macht ja nichts, macht ja nichts. Liahua ist ja gleich nochmal dran. So, der Kollege wird jetzt gleich hier sein. Hat er nur Charge? Ne, der hat mehr. Ja, wie gesagt, die Horse Commander, die sind nicht mehr solche Witzfiguren. Solche Witzfiguren sind das Action nicht mehr. Wisst ihr was? Wir bauen mal was. Wir bauen was, wir bauen was. Und zwar ein Katapult. Wir sind so ein bisschen auf Long Range. Ticken ist sehr, sehr weit entfernt. Wir gammeln hier im Wald nur rum. Und da ist ein Katapult eigentlich sehr, sehr gut. Ach, du kannst aber gar nichts machen, Liahua. Ich bin enttäuscht. Ich bin wirklich enttäuscht. Na gut. Na gut. Was aber machen kann, ist was bauen. Und zwar ein weiteres Katapult. Oh, wir haben zwei Katapulte, liebe Freunde. Ich hoffe, die wissen, wo sie stehen, die Gegner. Die wissen, dass sie sich lieber nicht mit dem Girl anlegen sollten. Oh Gott. Ein Boost. Boost your confidence. Also ich booste mich einfach nur mit Energy Drinks, aber wie die Chinesen wollen. Chinesen sind halt Chinesen. Cecile ist Cecile. Hey! Tonghe! Ich werde nicht sagen, aber du bist ein bisschen im Gefahrbereich. Boah, minus 500, minus 10. Er ist so krass. Das gleiche gilt für Wang Lai. Vor allen Dingen, die sind so richtig slow. Und in der Zeit, wo die irgendwie das Katapult erreichen, haben wir die schon 2 bis 3 Mal getroffen. So gut sind die Katapulte. Und wenn ein Katapult kaputt ist, baut man einfach neues. Was nicht wie Siedler ist. Oder wie in anderen strategischen Spielen. Du brauchst nicht irgendwie Holz. Du musst ja nicht den Wald abholzen. Oder so wie in, was weiß ich, ja wie gesagt, Siedler oder Age of Mythology oder andere Strategiespiele dieser Art. Diesmal werden wir es aber linken. Und zwar mit einem Fire Attack. Yes, Sir. Ja. Ja, ja, ja. Er stellt sich hier hin. Hangtong wird hier gleich die Pit benutzen, richtig? Richtig. Ja. Dann bleiben wir einfach hier.
Oh oh, taunt. Ja, taunt und all attack. Wenn ich das jetzt mache, wenn ich das jetzt mache, dann kann ich hier nicht die übelste Kombo machen, oder? Na doch, weil danach ist sowieso noch Jank Fay dran, den werde ich da auch noch in Position bringen. Wobei, kann der mal was machen? Dann kann Guan Yu zum Beispiel Shift machen. Ach nee, das ist ja Shift 2, verdammt. Revive kann der mal und dann macht Jank Fay immer als seinen Move. Macht eh mehr Schaden als Guan Yu. Okay. Fire Attack und Raid. Wieso Raid? Pierce. Lieber Pierce. Oder All Attack. All Attack macht noch mehr Schaden. Ja. It's all over for you. Ja, dieses Main Team, das ist so gut. Du hast Pit, du hast Pit 2, du hast zwei Taunts. Das ist eigentlich mega unausgeglichen. Ich sollte Zhuge Liang oder Pang Tong in ein Second Team oder sowas packen. Oder ins dritte Team. Weil die ganzen krassen Kombos geschehen nur hier. Das ist irgendwie ein bisschen, ey. Gut. Hat auch Style, ne? Aber wenn ich jetzt hier die Gegner komplett immer zuerst, ist es auch ziemlich cool anzusehen. Während man mit den anderen Teams echt skillen muss, um zu gewinnen. Aber wir haben Liu Du. Was soll schief gehen? Liu Du, bester Mann. Das war so ein fucking MVP. Ich liebe ihn so sehr. Die werde ich immer, und das Let's Play geht noch lang, werde ich immer im Herzen behalten. Liu Du wird immer mein Mann sein. Werde ich immer rekrutieren. Wer echt krass ist. Double Blade. Zhuge Liang hat doch nicht meine Blade. Wieso Double Blade? Du hast keine Blade, du Imposter. Everybody attack! Durchlöchert von beiden Seiten. 7000. Yep, yep, yep. Ich glaube, das war's. Also richtig late attack mit Liu Bei und Sun Xiang zusammen. Und richtig viel Schaden machen, ja. Yep, 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 yep. Das war super. Das war super, super ultra amazing. Oh, und wir haben ihn sogar captured. Das war sogar der beste Mann von denen. Oh, Rage. Neue Taktik für Liu Bei. Ja, ich denke, dann schnappen wir uns jetzt den feindlichen Boss. Aber bevor wir uns den schnappen, Horse Commander. Oh, können wir was mit Liu Bei machen? Na, ich könnte Charge benutzen. Ja, können wir sogar. Get fucked. Get fucked, das ist mega krass. Komm, machen wir einfach mal einen Angriff. Boah, allein das zieht schon 1000 ab. Ein normaler Angriff von Jank Fay. Hier haben wir Revive, hier haben wir Charge und hier haben wir Pinsa 2. Hä? Was ist das denn? Das verstehe ich noch nicht ganz. Naja, wir nehmen All Attack. Das verstehe ich noch nicht ganz. Also, ich will es aber verstehen. Okay. Facing Acting Unit. Okay. Also man steht neben dem Gegner und wenn irgendwo ein Verbündeter dazwischen ist, wird der Gegner hingepusht. Das ist ja mega krass, oder nicht? Aber was hier nicht steht, ist, was ist, wenn ich jetzt hier zum Beispiel Charge mache und es wäre wie ein normaler Pinsa. Geht es dann trotzdem? Ich will es jetzt noch nicht ausprobieren. Naja. Wie sieht's eigentlich aus? Wer wäre danach dran? Der Arsch outspeedet hier. Ruhe. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Naja. Nee, wir müssen schon Pit machen. Müssen wir schon machen. Geht ja nicht anders. Oh, und wenn Guan Yu gleich Revive macht, dann kriegt Jank Fay auch noch sogar was davon ab. Was mega geil ist. Er ist auf jeden Fall tot. Komm, Revive! Ja! Weil der kriegt Jank Fay nämlich auch was ab. Das ist nicht der einzige Vorteil gegenüber Boost. Weil man mehrere buffen kann. Bis zu vier Leute. Ich glaube, mit vier. Also vier Leute habe ich immer noch gar nicht gebufft.
müssen wir ja komplett umzingelt sein von seinen Verbänden. Das habe ich noch nie gehabt. Ach, Family Bone auch noch, ja, klar. Das finde ich auch das Krasse bei der Hauptarmee. Die haben voll oft Double Blade, Family Bond, Sworn Brothers und hast du nicht gesehen. Das kommt auch noch dazu. Ah! Oh Gott. Möchtet ihr eine Haut der Gegner stecken? Nein? Ich auch nicht. Können zwar gerne die Truppen von Lubu sein, aber die werden komplett zerwertet. Wobei es sich das gar nicht anfühlt, als wir mal gegen Lubu kämpfen. Hat hier irgendwer Lubu-Vibes? Ich nicht. Überhaupt nicht. Nee. Aber ich denke, die Hauptarmee von Lubu wird die ganzen Pappenheimer haben, wie Lulichi, Zheng Liao und Chen Gong und Gao Shun, Zhang Ba, Wei Xu, Song Xiang, Hu Cheng. Die ganzen Pappenheimer werden wohl in der Hauptarmee drin sein. Das sind halt die wichtigsten Leute von Lubu. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Was waren eigentlich so ziemlich alle? Wow, das hat fast gar keinen Schaden gemacht. Was ist mit ihm eigentlich? Oh, so, das ist der Rockslider. Rock'n'Roll! Ja. Na, jetzt zu Lia Hua tatsächlich wieder das. Okay. Katapult trifft nichts. Ernsthaft? Was wäre hier in V? Soll ich das hier in anwinkeln? Katapult trifft nichts. Oh Mann. Du useless Stück Scheiße. Und sonst will ich es nicht mehr den Weg blockieren. Same hier. Och Mann. Doofe Katapult. Ich benutze es jetzt als Schild. Vielleicht denken die Gegner, oh mein Gott, Katapult ist so gefährlich. Ich muss es unbedingt kaputt machen. Ich muss meinen Zerstörungswahn irgendwie befriedigen und dann zerstören jetzt Katapult oder so. Das wäre schön. Kann halt immer noch als Ablenkung dienen, selbst wenn man damit nicht trifft. Oder als bewegendes Schild. Aber wenn du einen Zaun baust, der Zaun, der bewegt sich nicht. Kann sich da selber sogar mit einsperren. Naja, ist mir noch nie passiert, aber hey. Anyone who gets in my brother's way will have to deal with my blade. This is a battle for the good of the people. Do not fight for me, but for them. Swoop. War ein bisschen Moral geboostet, warum auch nicht? Guck, hier können wir zum Beispiel eine Marikade errichten. Warum soll man es tun? Warum soll man das tun? Ich weiß es nicht. Vielleicht mal eine Chain ordern? Who knows? Je nachdem, wie weit der Gegner voranprescht, könnte es nützlich werden. Hier allerdings nicht. Weil Lia Wu hat nicht so geile Kombos. Er ist erst so Supporter. Oh nein, ich dachte schon, der hat Arrow oder sowas. Oh, ich wollte schon sagen, wie kriegen wir den jetzt rangeholt? Ich weiß schon wie. Oh, warum hast du nicht Arrow gemacht? Du hättest den Liu Bei vielleicht zu diesen Türmen ziehen können. Ich weiß schon, wie es war mit Taunt. Taunt, Decoy. Lieber Taunt, All Attack, oder? Und dann Decoy. Ja. Klingt am Plan. Wunderbar. Yay! Ich glaube aber nicht, dass es reichen wird. Und wenn doch, dann bin ich ziemlich froh. Hui! Ja, der kämpft da echt nur, ne? Er stand da die ganze Zeit nur geballert bei seinen scheiß Türmen. Bist du Simmerlang, der Turmbaum? Ich träume heutzutage immer noch von Simmerlang, ne? Ich fand es so süß, wie er immer sein Türmchen gebaut hat. Ich hoffe, den sehen wir nochmal wieder. Ja, spätestens in der Way Story, ne? Ich werde sein Legacy weiterführen. Ich werde irgendwann Simmerlang ins Team dann aufnehmen. Und auch Türmchen bauen. Das wird ziemlich witzig. Hey, Pinzer. Jetzt können wir es ja auschecken. Mit Pinzer 2. Ja, es geht trotzdem. Seht ihr? Es geht trotzdem. And we are done. Oder soll ich noch auf Lia Hua warten? Ja, ich warte noch auf Lia Hua. Der kommt tatsächlich noch dran. Ist ja mega krass.
Ihr habt schon Schlimmeres gesehen. Yay! Vielleicht machen wir nicht noch mehr Schaden. Pinsa, All Attack. Ja, er macht, glaube ich, nichts. Ist ja auch egal. Oh, das ist nur 77% Erfolgschance. Das ist nicht gut. Aber ich glaube, es hat funktioniert. Sonst lädt das ja immer länger. Ja. Wie gesagt, Wang Lei haben wir jetzt überleben lassen, aber das macht ja nichts. Unser erster erfolgreicher Feldzug gegen Lu Bu. Wie gesagt, es fühlt sich an, als würde man Liu Zhang angreifen. Ich habe auf jeden Fall aus meinen Fehlern gelernt. Wir machen kein Kämpfchen mehr. Dafür machen wir die anderen zwei Kämpfchen wahrscheinlich im nächsten Part. Na, also der letzte Part war ja irgendwie schon fast 50 Minuten und hätte ich den nicht in zwei Teile gesplittet, wäre es irgendwie 1 Stunde 30 oder so gewesen. Oder 1 Stunde 20. Ist echt schlimm, mein Spiel. Da vergeht die Zeit heftiger als bei allen anderen Spielen. Ich weiß gar nicht warum, weil man sich so viel Gedanken macht, weil die Animationen so lang gehen. Und ich mache ja schon mal Skip, weil es gut gemacht ist. Man sieht ja trotzdem dann noch die Animation im Hintergrund so. Naja. Können wir den auch gefangen nehmen, den feindlichen Commander? Das wird ziemlich cool. Tatsächlich. Mengda ist on our side. Mengda hat zwar so auf die Seiten gewechselt. Dann war er mal wieder bei Wei, dann war er mal wieder bei Shu. Dann war er mal wieder bei Wei, dann war er mal wieder bei Shu. Und erst bei Liu Zhang und ja. Sei Mengda. Sweet Victory. Aber Lu Bu hat so viele Männer. So viele Armeen. Ist nicht mehr lustig. Mann, nur 4 Level-Ups. Oh, Punkton kann Bogenschütze werden? Nein. Das wird er nicht. There's no shame in surrender. Won't you join our ranks? Good fortune really does smile upon me. I was positive I'd be killed. Seht ihr, Ming da, der ist Verräter. Schon ist er bei uns. Tja, Lu Bu, hast gerade einen Dude verloren. This is a fine opportunity to use your ability for my lord's benefit. Forgive me, but I have yet to fulfill my duty for my lord. Oh Mann. Der Beste hat keine Lust auf uns, Leute. Der Beste von denen. Nein, warum denn nicht? Ach, Donghi. Naja, ich soll mich nie beschweren. Ich bin eine verwöhnte Göre manchmal. Ich gebe mich nie zufrieden. Wenn, dann will ich alles haben. Und alles wäre in dem Sinne halt Donghi, ne? Nur Mengen, da reicht mir nicht. Oh, scheiße, wenn die jetzt Rock gedönt haben, ne? Dann, sind die nur zu dritt? Oh, süß. Naja, das machen wir beim nächsten Mal. Trotzdem schauen wir uns mal an, mit wem wir es zu tun haben. Hier ist ein Squad-Leader. Und Wulan, der sieht ja interessant aus. Wulan, dein LAN-Party endet hier. Ist auch so ein Joke von mir. Ausgeglichene Werte, okay. Okay, Wulan ist basically alleine. Wie dämlich. Lu Bu, was machst du denn für eine Scheiße? Oh, das ist sogar das dritte Team. Mit Gu Xi, Liu Zhong, der ist jetzt hier auch. Huang Zhong und Yi Jue. Oh, da freue ich mich drauf. Da freue ich mich drauf, Leute. Falls ihr es auch tut, könnt ihr mich in das Video mit einem Daumen unterstützen. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome, eure Cecile. Ciao! We'll be right back.